Ja, moin und herzlich willkommen wieder zurück bei der Quarantäne-Show mit dem Geschmackserlebnis. Und letzte Woche hatte ich an dieser Stelle noch eine Sonnenbrille auf. Ganz so krass ist es diese Woche nicht, aber wir haben immer noch famoses Wetter. Und deswegen bleiben wir im mediterranen Stil. Wir machen heute einen leckeren Feta-Käse im Alufolienmantel im Ofen. Dazu Spaghetti. Und unser Highlight ist heute so ein bisschen Pesto alla Genovese mit einer Menge Basilikum. Deswegen steht hier hinter mir auch so ein halber Urwald. Und wir wollen mal anfangen mit einer kleinen Reise direkt nach Italien. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, damit wir auch noch mal ein paar frische Kräuter kriegen. Die Zutaten der heutigen Woche. Wir haben einen Feta-Käse, den wir gleich in diesem Alu-Mantel zusammen mit den frisch eingeflogenen Kräutern, Rosmarin, Thymian, bisschen Lauchzwiebel und Tomate, da in den Ofen wandern lassen. Und dann kommt aber unser Highlight. Und das Highlight ist heute Pesto alla Genovese. Das heißt, wir brauchen viel Basilikum. Und wir brauchen ein paar Pinienkerne, die wir ein bisschen anrösten in der Pfanne. Dazu kommt Parmigiano, frisch gehobelt. Und ein bisschen Meersalz, Olivenöl, eine ganze Menge davon. Das zeigen wir gleich. Auf geht's. Und das ist so eine simple Kiste, die wir heute vorhaben. Wir haben diesen Feta-Käse. Den peppen wir mit so ein bisschen Lauchzwiebel. Dazu geben wir noch ein kleines bisschen Tomate. Für die Farbe soll ja was Schönes fürs Auge dabei sein. Dann haben wir hier schön zwei Rosmarinzweige und so ein bisschen Thymian. Wie gesagt, direkt Italien, ne, ist klar. Und das Ganze wird mit ein klein bisschen Olivenöl überträufelt. Und dann haben wir Salz und Pfeffer. Und dann ist das ja auch jetzt schon vor dem Essen und vor dem Ofengang optisch mal ein Highlight. Ne? Zack, das Ganze wird zusammengeknödelt und dann geht das in den Ofen. Und jetzt kommen wir zu unserem Hauptteil des heutigen Tages. Es geht ums Pesto. Wir haben hier schon mal so ein kleines bisschen Knoblauch vorgehackt. Dazu muss man sagen, das Hacken ist alles so halb so wild heute, denn das kommt hier gleich alles nochmal in den Stabmixer. Also, alles schon mal grob vorbereiten. Wir haben den Knoblauch, wir haben jetzt hier ein bisschen Parmigiano. Den brauchen wir unbedingt, das gibt ein schönes Aroma da drin. Und parallel kommen dann hier gleich auch noch die Pinienkerne in die Pfanne. Die Kollegen werden nämlich hier parallel schon mal in der Pfanne so ganz leicht angebräunt, damit dann auch mal ein bisschen Aroma reinkommt. Ja, und die größte Arbeit, die wir eigentlich haben, ist Blätter zupfen. Ja, wir müssen wirklich die einzelnen Blätter haben und davon eine verdammt große Menge. Das ist problematisch bei der Geschichte. So ein Strauch ist schneller weg, als man denkt. Wir zupfen nur die Blätter, nicht die Stiele und die kommen alle hier in unseren Bottich. Ja, das ist jetzt die Ausbeute von circa anderthalb Pflanzen. Wird gleich auch noch deutlich geringer, wenn wir das Ganze pürieren. Also jetzt den Parmesan hier mit hinein. Schön, dann den Knoblauch. So, der erste Schuss Olivenöl ist auch schon mit dabei. Jetzt geht's los. Mal gucken. Da sieht man schon, wie rasch das Ganze hier komprimiert wird. Aber wir haben ja am Ende auch nur eine Portion für so ein bis zwei Personen. Vielleicht drei. Das Ganze ist natürlich beliebig aufstockbar mit mehr Grünzeug. Aber das riecht ja, da kommt ein Duft raus. Oh, herrlich! Fertig ist das Pesto alla Genovese und ist das eine Farbe. Ein Grün, schöne Konsistenz. Das haben wir mit dem Olivenöl so ein bisschen angepasst. Das macht man einfach spontan. Aber es ist... Das ist ein Duft. Herrlich. Es ist endlich soweit. Aber es war auch gar nicht so viel Arbeit. Wir haben jetzt hier den Feta-Käse. Wir haben hier die Nudeln mit dem Pesto. Das wird gleich schön verrührt. Mein Motto ist einfach nur noch zu sagen, YOLO, genießt das Leben, bleibt munter und gesund. Habt einen schönen Tag, lasst euch inspirieren, macht was nach. Lecker essen ist gut für die Seele, gerade wenn man zu Hause ist. Und in diesem Sinne, schöne Grüße gehen raus an Oldenburg. Und den Rest der Welt.